Die Bock-WM. Stefan Raab, ne? Es ist Legend. Und ich war alle 14 Mal dabei. Und es war hart bekämpft. Also wenn man diesen Wok sieht zum Beispiel, der ist nicht poliert. Der untere wieder hin, der ist natürlich top poliert. Hier mit dieser Reisschüssel, kann man sagen, ist man die Bobbahn runtergefahren. Und man, der Raab hat halt quasi eine Art WM, Weltmeisterschaft. Aber das war nicht nur Spaß, ne? Also da haben halt wirklich Profis mitgemacht. Olympiasiegern, Hakel Schorsch und auch anderen. Und ich war immer aufs Podest. Und ich habe sogar dreimal die Olympiasiegern geschlagen. Und dafür brauchst du natürlich auch Spannung im Körper. Dafür brauchst du halt quasi wirklich körperliche Fitness. Du brauchst hier, so wie du, definiert, zack, stark. Und selbst bei so einem Spaßveranstaltung wie die Wok-WM, wenn du kein Fitness hast, kannst du nicht gewinnen. Ganz einfach.